Ich heiße Marielle und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich erzähle euch heute 6 Fakten, sind es glaube ich, fragt nicht warum genau 6, weil eigentlich ist es voll die dumme Zahl, aber ich habe nicht mehr gefunden. 6 Fakten über mich, die niemand weiß, weil auch jeder mich genau kennenlernen will. Das war nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ew. Ach, na toll. Jetzt muss ich das reinschneiden, weil ich habe jetzt hier einen Fleck und sonst fragen sich alle, warum ich da welchen Fleck habe. Fangen wir mit dem Video an. Ich rede schon wieder viel zu lange. Viel Spaß. Ich wäre fast bei meiner Geburt gestorben, denn meine Mutter wollte mich in der Badewanne bekommen. Ich wusste auch nicht, dass es geht. Jedenfalls, extra Sausage, die ich bin, habe ich dann aus Versehen meine Nabelschnur um meinen Hals gewickelt. Und ja, dann konnte sie mich nicht mehr in der Badewanne bekommen. Die musste mich nämlich rausholen. Und es wäre viel zu gefährlich gewesen, sowas. Und wenn ich da drinnen geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich gestorben. So eine Schande. Wie hätte die Welt auf mich verzichten können? Meine ganze Familie ist echt musikalisch. Also mein Vater spielt schon mega lange Gitarre, meine Schwester spielt Gitarre, meine Brüder spielen beide Klavier. Meine Mutter singt zum Beispiel sehr viel und sie kann auch zum Beispiel Flöte spielen und so. Und ich bin die Einzige, natürlich, wer sonst, die nichts spielt. Und singen kann ich übrigens auch nicht. Das Lustige ist, wir haben unglaublich viele Gitarren. Wir haben echt viele Gitarren. Und ich wollte die immer spielen, aber ich habe es dann immer abgebrochen, einfach weil ich viel zu faul war. Und jetzt habe ich keine Zeit mehr dafür. Deswegen, top. Gut gemacht, Marielle. Ja, das ist auch der Grund, warum ich YouTuberin bin, weil ich kann nämlich nichts anderes. Und nicht mal das kann ich anscheinend. Also von daher, ich bekomme manchmal Migräne. Und ich sage es jetzt, weil manche Leute ja keine Veranlagung dafür haben und dann bekommen sie keine Migräne. Und jeder, der schon mal Migräne hatte, weiß, wie scheiße das ist. Das ist so scheiße, oh mein Gott. Besonders das Einzige, was man dann machen kann, ist in seinem Bett liegen, kotzen und rumheulen. Das heißt, falls mal ein Video nicht kommt, dann wisst ihr, woran es liegt. Oh Mann, ich hasse meine Hände. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn trockene Hände aneinander reiben. Und ich werde es jetzt extra nicht vormachen, weil ich das später schneiden muss und dann werde ich es hören und ich werde so aggressiv auf mich sein. Ich hasse das einfach, wenn Hände aneinander reiben, so als wenn die trocken sind, dieses Geräusch. Ich finde das so schlimm. Und an alle, die mich jetzt privat kennen und mich immer so begrüßen werden, mit trockenen Händen aneinander rein, ich schwöre, ich verstoße euch und ich rede nie wieder mit euch. Das nervt mich so hart. Das kotzt mich so an. Und jetzt der Fakt, auf den alle gewartet haben, der Grund, warum alle eingeschaltet haben. Und ich habe den extra erst am Ende genannt, damit ihr das Video bis zu Ende gucken musstet. Und wehe, irgendein Penner hat jetzt wieder in die Kommentare geschrieben, das und das startet ab da und da. Nee, guck mal, vorletztes Video. Nein, nein, nicht mit mir. Nö. Nein, es war tatsächlich nicht klickgeil, was im Titel steht. Es war, und zwar, leide ich mit einer Kälteallergie. Ja, bevor ihr sagt, ich bin einfach dumm und blond, bin ich zwar, aber das ist nicht gelogen. Und zwar ist der Fachbegriff, glaube ich, Kälteurtikaria, so viel ich weiß. Und das ist eine sehr, was heißt sehr, es ist eine seltenere Krankheit, deswegen kennen die viele Leute nicht. Und ich erkläre jetzt mal ganz kurz für alle, die die nicht kennen, was genau das ist. Also brauche ich kurz eine Real Talk Musik. Eigentlich ist Kälteallergie falsch, weil es keine Allergie ist, sondern eine Krankheit. Aber diese Krankheit weist allergische Reaktionen vor. Das heißt einfach, wie der Name sagt, wenn mir kalt ist, dann reagiere ich allergisch darauf. Meine Haut fängt anzuschwellen, ich kriege überall Quaddeln, es wird rot, es fängt unglaublich an zu jucken und es tut auch weh. Ich werde aber jetzt Bilder einblenden, also jeder, der das nicht sehen will, weil es ein bisschen eklig aussieht, der kann einfach überspringen. Ich zeige euch, wo ihr überspringen könnt oder so. Oder ich schreibe einfach die Kurzfassung in die Infobox oder so, wenn ich nicht zu faul bin, was ich wahrscheinlich eh sein werde. Boah, ich habe mir gerade so richtig schick unter die Achsel gefasst. Geil. Attraktiv. Das Ganze sieht dann so aus. Und das kann ich am ganzen Körper bekommen, aber ich bekomme es meistens, also ich bekomme es eigentlich wirklich am ganzen Körper, bis auf im Gesicht. Es muss nicht mal so kühl sein. Es kann einfach nur, dass mir ein bisschen frisch ist und es fängt schon an. Und ich merke dann immer, meine Haut fängt an zu jucken und dann kratze ich und dann schwillt es alles an und so. Und das ist halt mega nervig. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass Winter für mich ungefähr die Hölle ist. Und das Nervige ist, ich bekomme das zum Beispiel auch an den Füßen oder an den Fingern und dann schwellen meine Füße und Finger einfach an und ich sehe aus wie so eine Verrückte oder sowas. Und mein Gesicht wird auch immer mächtig rot. Also es wird richtig krass rot. Das ist ein Wort. Mächtig. Und Wasser verschlimmert das Ganze übrigens. Sagen wir, es ist super heiß draußen, so 38 Grad oder sowas. Und dann gehe ich ins Schwimmbad und das Wasser ist noch richtig kalt, so richtig eiskalt. Und mich schubst jemand rein, dann kann es sein, dass ich einen Schock erleide und ohnmächtig werde und dann ertrinke. Also,
Ist unwahrscheinlich, ist mir auch noch nicht passiert. Aber kann sein, kann passieren. Also die Kurzfassung ist einfach, wenn mir kalt ist, es kann drinnen und draußen sein, dann fängt meine Haut an zu jucken, es wird alles rot und es schwillt an. Und es geht dann halt erst wieder weg, wenn ich reingehe und mir warm wird. Also an alle, die jetzt sagen, ja, das liegt vielleicht woanders dran oder sowas. Nee, es ist halt wirklich, wenn mir wieder warm wird, geht es wieder weg. Und wenn man das mal googelt, das gibt es halt wirklich, aber es ist echt selten. Falls ihr mal ein separates Video haben wollt, so ein Storytime, wie ich das rausgefunden habe, wie es angefangen hat, wie ich meinen Eltern das erklärt habe und so weiter, dann schreibt mir das mal, weil das wird zu lange, das jetzt zu erklären. Und außerdem habe ich keinen Bock, weil ich hasse es, Sachen zu erklären. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das jetzt erwähnt habe, weil jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne und die fragen, hä, wieso kratzt du dich so, dann muss ich denen erklären, warum, und dann glauben die es mir nicht und dann kann ich ihnen einfach sagen, dass sie dieses Video angucken sollen, weil da muss ich nicht erklären. Ich glaube, ich habe es voll verwirrend erklärt. Ach man. Happy. Und an alle, die jetzt klugscheißern wollen und sagen, hä, zieh dir doch einmal was Warmes an, dann wird dir nicht kalt. Ja, das Problem ist aber, dass ich mir, wenn ich mir eine Jeans anziehe, dann ist das zu kalt und dann kriege ich die Allergie so oder so. Und wenn ich eine Leggings runterziehe oder eine Strumpfhose oder lange Socken oder was weiß ich, irgendwas, was eine zweite Schicht bildet, boah. Ich weiß nicht warum, aber dadurch wird die Allergie noch schlimmer. Obwohl mir eigentlich wärmer ist, aber die wird noch schlimmer, weil alles enger an mir dran ist. Und zweitens kann ich da nicht kratzen, weil so viele Schichten da sind. Und das ist so schlimm. Oh mein Gott, das ist so ätzend. Ich gucke einfach nie in die Kamera. Jetzt denken wieder alle, dass ich lüge. Schreibt mir jetzt gerne mal, ob ihr so ein extra Video dazu sehen möchtet. Oder ob euch das gar nicht interessiert und ihr sagt, Maria, hör auf rumzuheulen. Folgt mir gerne auf Instagram, weil ich brauche Instagram-Follower. Weil ich bin nicht nur Like-geil, sondern auch Follow-geil. Gebt diesem Video gerne eine Bewertung, egal ob Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Weil wenn ihr euch gönnen wollt und Daumen nach unten gebt, dann macht das, weil dadurch wird mein Video noch mehr geteilt. Und dann kriege ich noch mehr Klicks. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!